Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3 hier bei mir. Ich habe jetzt wieder mal eine neue Aufnahmesession. Ich komme gerade einfach nicht zum Aufnehmen, beziehungsweise ihr merkt es ja selber, auf meinem Kanal ist gerade nicht sehr viel los. Ich habe einige Projekte nebenzu laufen, auch natürlich private Projekte. Und daher zieht sich das alles bei mir ein bisschen. Und in nächster Zeit wird es wahrscheinlich eh mal mindestens 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal. Kann sein, dass dann auch gar nichts kommt. Liegt daran, weil ich Ende Juli auf einer Kur bin. Aber dazu wird es nochmal wahrscheinlich ein Vlog geben, damit auch alle Bescheid wissen, weil nicht jeder guckt hier Witcher und nicht jeder bekommt mit, was ich hier am Anfang immer labere. Hui, manchmal ist es auch besser, wenn die Leute das nicht mitbekommen. Ja, jedenfalls, in der letzten Folge haben wir dem Baron berichtet und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal. Achso, wir wollten noch ihm berichten, was wir bei Anna herausgefunden haben. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Beinahe. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich weiß, wo deine Frau ist. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach über dem Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Ich wusste. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Bücher auch. Bücher oder Schuldige? Hast du gesoffen, hast deine Frau geschlagen, sie hat ihr Kind verloren. Wir könnten ihm das jetzt eiskalt sagen, aber letzten Endes ist unsere Meinung egal, was wir über ihn denken. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Gut, das gibt's ja da auch nicht, habe ich gedacht. Deine Familiengeschichte schert mich nicht. Ja gut, ganz so egoistisch sind wir jetzt doch nicht, weil wir haben ihm ja versucht zu helfen. Klar, natürlich, wir wollten die Infos über Ciri, aber naja. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Woher wussten wir, dass die Frau auch im Buckelsumpf ist? Ich konnte mich nicht daran erinnern, diese Info bekommen zu haben. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Also ist es doch deine Schuld. Ja, wir wissen ja, dass es seine Schuld ist, aber müssen wir ihm das jetzt unter die Nase reiben? Ich meine, er hat es ja spätestens da, wo die Dea beerdigt hat, beziehungsweise das kleine. Das Fehlgeborene dann noch beerdigt hat und ihm einen Namen gegeben hat, spätestens da wird es ja hoffentlich abgerafft haben, oder? Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Aber das rechtfertigt trotzdem nicht, Woher eine weißt du das? schwangere Frau zu schlagen. Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser.
Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Ja, das ist nicht gut. So gewinnt man die Liebe einer Frau auch nicht zurück, indem man ihren Lover abschlachtet. Wenn sowas ist, dann sollte man die Person einfach ziehen lassen, weil wenn eine Person den Drang hat, einen oder jemanden zu betrügen, dann tut sie das erstens immer wieder und zweitens ist es dann einfach nicht die richtige Person für einen. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Aha, ja. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Offenbar verdient ihr euch, das ist deine Schuld, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja, letzten Endes sind beide schuld. Und in der Zeit, wo das Ganze spielt, war die Ehe nicht so wie heute, dass man sie halt einfach scheiden lässt, sondern da war es halt wirklich so, bis dass der Tod euch scheidet oder ihr euch gegenseitig umbringt, so nach dem Motto. Also da war das eigentlich ein Bund für die Ewigkeit und da irgendwie zu betrügen war, naja, mehr als Hochverrat. Das steckt man nicht so einfach weg, ja. Also nicht so wie in der heutigen Zeit, so, oh ja, dann lass mal uns scheiden. Das gab's damals nicht. Tja, dann, Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Hui! Sie paktiert mit den Mumen. Deine Frau ist bei den Mumen. Ja, hui! Stufe 10 erreicht. Yay! Wir haben aber so 36 vor uns, oder so, damit wir Blood and Wine dann spielen können. Sie paktiert mit den Mumen. Nein, nicht 36, 26 Level. Ich glaube, 36 war das. Aber wir haben ja hier noch viel zu tun bei diesem Teil von Witcher 3. Sollen wir ihm das sagen, dass sie paktiert, oder... Ja, komm. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl den Verstand zu verlieren. Ach, die alte Frau. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum. Du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Ah, die alte beknackte Frau bei den Mumen soll dem seine Frau sein. Das soll die Anna sein, die wo mit den weißen Kindern... Oh.
Ja, die hatte auch die Zeichen, aber dass das die ist, ich dachte, das ist jetzt irgendeine andere Instant. Vor allem, ich dachte mir die ganze Zeit, woher haben wir die Infos? Woher hat Geralt die Infos? Du solltest nicht in den Sumpf gehen. Nein, ich verstehe ihn. Ich meine, letzten Endes war sie ja auch seine große Liebe, weshalb er ja den einen Typen umgebracht hat. Das Problem ist nur, ich habe Angst, dass er auch stirbt. Das ist mein Problem. Aber was nehme ich jetzt hier wieder als Antwort, bevor er mich dann wieder angreift und ich ihn umbringen muss? So wie die Keira. Ich bereue es immer noch. Mach, was du meinst. Du solltest nicht in den... Also, das wäre hier jetzt wiederum, ich will ihn eigentlich beschützen, aber letzten Endes müsste ich wohl Gleichgültigkeit walten lassen, weil bei Keira hat das ja auch nicht funktioniert. Mach, was du willst, aber ohne mich. Es ist blanker Irrsinn, in dem Sumpf zu warten und sich mit den Mumen anzulegen. Was soll ich denn machen? Auf dem Arsch sitzen und auf sie warten? Ich nehme ein paar Männer mit und hole sie da raus. Ich habe dich gewarnt. Was du daraus machst, ist deine Sache. Okay, also gut. Er wird wahrscheinlich sterben, der blutige Baron. Ich gehe mal davon aus, weil die Mumen, die werden den wahrscheinlich, oder werden die Anna wahrscheinlich nicht so einfach gehen lassen. Ich trinke mal schnell meinen kalten, fast kalten Kapo. Ich schnürfe übrigens mit Absicht so, damit man so ja hört. wir hatten eine Abmachung, jetzt musst du deinen Teil erfüllen. Hast du von Hexen in der Nähe gehört? Das habe ich, glaube ich, schon. Das habe ich schon alles gefragt, dann. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Oh nein, müssen wir jetzt wieder die Ciri spielen. Er landete genau vor dir. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Oh, meine Ohren. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Aua! Haben wir doch gerade niedergemacht. Mann! Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Können wir das nicht? Schade. Wie kommen wir da jetzt hoch? Irgendwo müssen wir ja hochkommen, da kommen wir hoch. Du. Hä? Yeah!
okay, das war wohl das Nest des Basilisken. Okay, er war wohl ein bisschen fertig. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Deshalb muss ich los, wir sind quitt. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Wie ist hier an der Blockade der Redania vorbeigekommen? Oh Gott. Bei den Geräuschen kriege ich immer voll Gänsehaut, gerade bei diesen Basilisken, dieser Schrei gerade. So, wir fragen jetzt erstmal das. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Okay. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Also, das Problem ist ja, ich möchte ja auf keinen Fall, dass die Anna bei den Mumen bleibt. Ich weiß nur nicht, ob wir die Mumen besiegen können. Und ich möchte auf keinen Fall die Frau bei den Mumen lassen. Unter gar keinen Umständen. Das heißt, ich werde die Quest wohl annehmen und werde ihm helfen. Ich bin einfach zu gutmütig für diese Welt. Ein paar Münzen extra schaden nie. Da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Ah! Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Der. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal.
Das müsste doch Dea sein, oder? Die Tochter. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Okay, dann ist es nicht ihr. Gab es keinen besseren Einsatz? Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ja, liebe Freunde, und wie es weitergeht, schauen wir dann in der nächsten Folge. Es interessiert mich auf jeden Fall, weil ich weiß ja, dass Dea eigentlich auch noch umeinander schwirren soll. Und ja, vielleicht sehen wir die auch mal wieder. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss jetzt die Folge dann gleich hochladen. Und ich sage bis dahin Ade, war schön und danke, dass du dabei warst. Tschüss!